Keiner von uns kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Denn man konnte alles kommen sehen. Es gibt eine Schwingung, die uns offenbart, dass das alte System zerfällt und dass die Maskerade zu Ende ist. Diese Schwingung hat mich veranlasst, genauer zu hinterfragen, um was es denn da geht. Denn wenn du das alte System betrachtest, es bäumt sich auf mit so einer großen Macht, da kann es nicht sein, dass es zerfällt. Aber dennoch ist es wichtig, sich nicht täuschen zu lassen. Und wie das alles geht, erfährst du jetzt gleich in meinem Video. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind über unsere Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Smarana ist eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung und Bewusstseinserweiterung im Webinarbereich. Und wenn du dich interessierst für Bewusstseinsarbeit, für spirituelle Themen, dann bist du hier genau richtig. Du solltest meinen Kanal abonnieren, damit du immer die neuesten Berichte von mir erhalten kannst. Das alte System hat innerhalb seines Systems die größten Schwierigkeiten, denn alles kommt ans Licht. Die Macht, die sie so gerne hätten, sie ist konfus, sie wird erkannt. Und sie nimmt ab, deswegen bäumen sie sich nochmal auf und möchten durch noch mehr Angst die Menschen einfach gefangen halten. Aber immer mehr Menschen erkennen das und immer mehr Menschen wachen auf und das ist unsere Chance. Der eigene Zerfall im alten System erschreitet voran. Das sieht man daran, dass so viele Menschen nicht mehr mitmachen. Die ganzen Verfassungsklagen, das ist ein Zeichen, dass die Macht zerfällt, dass das System fällt. Es dauert noch ein wenig, aber dieses Licht, was gebracht wird, bringt das System zum Fallen. Und das System, es hat Angst vor den erwachenden Menschen. Denn diese Menschen, sie lassen sich nicht so leicht beeinflussen. Die Menschen haben eine innere Wahrheit. Sie wissen, was Licht und Liebe bedeuten. Und davor hat das alte System Angst. Und das ist unsere Stärke, ihr Lieben. Das sollten wir mehr ausbauen. Dem sollten wir uns bewusst sein. Denn so wird sich das alte System immer mehr schwächen. Und so kann die Änderung geschehen. Das alte System gerät außer Kontrolle. Es ist tatsächlich so. Ihr seht es an den Maßnahmen, die sich immer wieder ändern, die immer wieder neu überdacht werden und auch an die Panik, die erzeugt wird. All das sind die Fangarme der dunklen Agenda, die so viel wie möglich Menschen einfangen möchten und in der Angst gefangen halten möchten. Aber die anderen Menschen, die beginnen zu erwachen, die können sie nicht erreichen, weil diese Menschen durch das Licht geschützt sind. Und so liegt es tatsächlich an uns, die Änderung herbeizurufen, herbeizubringen. Und sie geschieht ja schon, sie ist schon da. Was ihr aber auch noch wissen solltet, ist, sobald man beginnt zu zweifeln, sobald du sagst, oh je, es ist alles so schlimm, also oder zu jammern beginnst, begibst du dich auf den Weg zur Gegenseite. Denn das ist eine negative Energie. Sobald du also sagst, es ist alles so schlimm, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, richtest du deine Aufmerksamkeit auf das Negative. Und damit beginnt dich
das alte System zu fangen. Das ist denen ihr Trick, sozusagen. Also konzentriert euch nicht auf das, was negativ ist, auf das, was euch einschränken will. Konzentriert euch nicht darauf. Und ich weiß, es geht so schnell. Du bist ganz blitzschnell plötzlich in diesem Gedanken und bitte sei dir dann in dem Moment bewusst und geh wieder raus aus dem Gedanken. Du kannst es ja ganz einfach tun. Ja, du musst es nur tun und erkennen, denn dann gibst du wieder dem Licht die Kraft und das Licht braucht unsere Kraft. Einfach aus dem Kollektiv austreten, das machen wirklich die meisten von uns, kein Fernsehen mehr schauen, keine Nachrichten hören und so gar nicht diesen Energien ausgesetzt zu sein, welche unbewusst ihre Fänge, ihre Angeln überall ausgelegt haben. Denn selbst die Menschen, die jetzt dem System geglaubt haben, die in dieser Angst gefangen sind, die sich haben schlumpfen lassen, diese Menschen leben in der Angst. Sie sind ja, wie jetzt plötzlich gesagt wird, was wir natürlich schon lange geahnt haben, sie sind ja auch nicht geschützt, sie können ja genauso gut krank werden. Und diese Angst sitzt so tief in den Menschen, dass dadurch unser System gestört werden kann. Und deswegen trete aus dieser Angst. Habe keinen Gedanken an irgendwelche negativen Dinge. Damit, wenn du dich nur auf das Licht konzentrierst, gibst du dem Licht umso mehr Kraft. Und das Licht braucht unsere Kraft. Und jeder von uns hat ja dieses, nicht jeder, aber sehr viele von uns haben ja dieses Versprechen abgegeben, die Erde zu erleuchten, in das Licht zu bringen. Und das geht tatsächlich nur, wenn wir uns nicht fangen lassen von dem System. Und das System ist in seiner letzten Kraft. Das kämpft verzweifelt darum, dass es die Macht erhält. Das darf ich euch versichern. Das ist diese Schwingung, die kann ich sehr, sehr gut fühlen. Das ist diese Angstschwingung des Systems, weil innerhalb des Systems gibt es ganz viele Probleme. Deswegen sind sie so konfus, deswegen bringen sie immer wieder eine neue Regelung und widersprechen sich. Und wenn du daran denkst, was alles für Unwahrheiten ausgesprochen werden und wie die alle ans Licht kommen, das schwächt das System selbst und es hat es sich selbst gemacht. Das ist also nichts, was von uns irgendwie erzählt wurde, sondern es ist das, was das System sich selbst schwächt. Das ist ganz klar. Also so gerät das außer Kontrolle. Und wir sind da, da hinein Licht zu senden. Wir sind da, in unserem Urvertrauen, uns gegenseitig zu stärken. Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder daran festhalten, uns immer wieder daran erinnern, dass wir das Licht sind. Die Polarisation zwischen hell und dunkel, die wird immer stärker. Also es ist jetzt nicht so, dass es leichter wird, sondern die Kämpfe, die nehmen zu. Ihr seht es ja an den Demonstrationen, ihr seht es an Österreich und ihr seht es auch an Holland, wo auf Demonstranten geschossen wurde. Also es ist nicht so, dass es leichter wird. Aber wir haben es in der Hand, das Licht zu verstärken. Wir sollten uns nicht darauf konzentrieren, auf das Leid, was geschieht. Auf das Leid, auf das Schlimme, was geschieht, auf die Einschränkungen, sondern immer nur an das Lichtvolle in uns denken. Das ist die Kraft. Denn ich wiederhole es einfach nochmal. Denn sobald du dich einfangen lässt durch einen negativen Gedanken, durch einen Zweifel, durch Verzweiflung, durch Angst um deine Existenz, befindest du dich bereits in den Fängen der schwarzen Agenda. Und die schwarze Agenda ist intelligent. Sie ist sehr intelligent und sie versucht, die ganze Macht an sich zu reißen. Es wird ihr nicht gelingen, sobald wir uns immer wieder am Licht orientieren und sobald wir aus dem System aussteigen. Sobald wir in das höhere Bewusstsein gehen, denn dann sind wir nicht angreifbar. Dann erreichen uns Zweifel und Angst nicht. Und auch dieses Kopfschütteln oder sich wundern über die Maßnahmen, auch das ist schon gefährlich. Auch das bringt uns schon so ein bisschen in die Angst, in den Zweifel. Und die Angst ist so tief
verwurzelt in den Menschen, dass sie es gar nicht mehr fühlen, dass sie gar nicht wissen, dass sie eigentlich von der schwarzen Agenda gefangen sind. Dennoch kann jeder Mensch natürlich ausbrechen. Er braucht sich nur auf das Licht und seine Kraft und Liebe zu besinnen. Das ist ganz einfach. Das kann jeder Mensch, egal ob er jetzt in der Angst verfallen ist oder nicht, sobald man erkennt, dass es auch dennoch einen anderen lichtvollen Weg gibt und diesen annimmt, kommt man raus aus diesen Fängen. Und das ist so wichtig, deswegen ist dieses Video entstanden, euch nochmal zu sagen, geht raus aus dem ganzen System, geht raus aus dieser Matrix mit eurem Bewusstsein, jeder kann es. Und versucht den Weg der Freiheit zu gehen, der Freiheit und Unabhängigkeit. Dieser Weg ist für jeden persönlich anders. Ich zeige euch einen Weg, so wie es für mich war, aus dem ganzen System herauszugehen. Ich hatte das schon früher, ich hatte schon viel früher diese Situation, wie sie jetzt ist, auf eine andere Art und Weise erlebt. Ich habe begonnen, mich spirituell weiterzubilden. Ich habe mich aus dem System komplett ausgeklinkt und mir war es völlig egal, was andere Menschen über mich denken. Es ist mir auch heute noch. Und das ist eine innere Stärke. Und mit dieser inneren Stärke suchst du dir dann ein Webinar, ein Seminar, einen Fernlehrgang, wo du dich weiterbilden kannst in deinen geistigen Fähigkeiten. Denn das ist der Weg raus aus dem System. Bei Smarana gibt es eine 3-Stufen-Ausbildung, die du machen kannst und wo du dich am Ende selbstständig machen kannst. Wir unterstützen dich dabei. Du kannst Smarana-Partner werden. Dann bist du vollkommen raus aus dem System und trägst noch mit Smarana die Liebe Gottes und das Licht in dir. Und das ist genau das, was Gott für uns möchte, dass wir das Licht in uns tragen, dass wir für das Licht da sind. Also es besteht für jeden Menschen die eine Möglichkeit oder mehrere Möglichkeiten, wie er aus dem System aussteigen kann. Das war jetzt mein Weg. Es gibt für jeden Menschen den passenden Weg. Es ist einfach wichtig, dass wir uns nicht einfangen lassen von diesem System, was mit letzter Kraft versucht, alle Menschen zu unterdrücken. Es wird nicht gelingen. Die Masken sind schon gefallen und die vielen Unwahrheiten, die ans Licht gekommen sind, zeigen es doch uns überdeutlich, dass dieses System, wie es jetzt ist, nicht geeignet ist, um Menschen für eine neue Erde zu begleiten. Es ist in sich selbst schon zerfressen, dieses System. Doch bevor dieser große Wendepunkt kommen kann, braucht es einfach immer noch mehr erwachte Menschen. Das ist wichtig, denn die erwachten Menschen tragen Licht und Liebe und sie tragen auch Schutz von ganz allein, diesen Schutz Gottes. Alles, was durch diese C-Maßnahmen geschehen ist, diese Angstmatrix, die entstand und die ist deswegen entstanden, weil die Menschen zu gutgläubig sind und zu schnell in die Angst gehen. Und all dieses Konstrukt wird sich nicht länger halten können, sobald wir verstärkt erkennen, dass wir in der Liebe und im Licht viel mehr erreichen können. Und ihr Lieben, wer im Licht ist, ist im Vertrauen. Und wer vertraut, der ist auch gesund. Wer auf sich selbst vertraut und weiß, dass er ein Lichtarbeiter ist oder weiß, dass die Liebe Gottes bei einem ist, der bleibt gesund, der ist kräftig und stark, der braucht vor nichts Angst zu haben. Und diese Angst, allgemein Angst, ist ja ein Konstrukt, was einer Fantasie entspringt, eine Illusion ist. Vor was sollen wir denn Angst haben? Jeder Mensch stirbt irgendwann mal. Das ist normal. Das ist nichts Neues. Und es ist ja auch nur der Körper, der geht. Die menschliche Seele, die bleibt, die lebt ewig. Deswegen brauchen wir da überhaupt nicht in die Angst zu gehen. Und jeder Mensch wird dann gehen, so wie es im Gottesplan vorgesehen ist. Da können 1000 Krankheiten auf der Erde sein. Er wird nur dann gehen,
wenn er an dem Zeitpunkt angelangt ist, wo es niedergeschrieben ist im Buch. Sonst wird man nicht gehen. Deswegen ist Angst eigentlich vor einem irgendeinem Tod praktisch nutzlos, weil der Zeitpunkt ist schon festgelegt und der wird sich auch nicht verändern. Das ist in Gottes Plan und von daher brauchen wir keine Angst zu haben. Unsere Seele lebt sowieso ewig und das ist genau das, an dem wir uns orientieren sollten und da unsere Kraft herausnehmen. Und so nehmen wir der dunklen Agenda ihre Kraft, indem wir uns zu unserem Licht wieder dazustellen, dies anerkennen und indem wir Licht sind, ihr Lieben. Es war schön mit euch und ich wünsche euch bei der Meditation, die am Ende des Videos kommt, auch ganz, ganz viel Kraft, denn diese Meditation wird euch sowas von unterstützen und das Licht natürlich verstärken. Mit den Tönen der Liebe, mit den Tönen von Smarana, mit den Tönen des Lichtes, des Alleinen, ziehen wir ein, wir die Engel des Lichtes. Unsere Strahlkraft berührt deine Seele. Unsere Liebe berührt dein Licht. Und unser Licht stärkt dein Vertrauen. Glaube an dich. Glaube daran, dass du alles verändern kannst. Glaube daran, dass die Wahrheit und das Licht dein Leben und das Leben aller Menschen tragen und verändern werden. Denn du bist die Stütze, du bist das Licht und mit einem Leuchten in deinen Augen, mit einem Lachen auf den Lippen verbreitest du das Licht. Das Licht deiner Liebe. Und so führen wir dich, wenn du es erlaubst, auf die Ebene deiner Kraft, auf die Ebene des Urvertrauens. Und so erlaube dir jetzt, mit einem tiefen Atemzug auf diese Ebene zu gelangen. Wir führen dich voller Liebe und voller Kraft auf diese Ebene. Und jetzt, da du angekommen bist, werden wir dir Energien des Vertrauens senden. Es kann sein, dass du verschiedene Bilder empfängst oder Farben oder Gefühle bekommst. All dies darf sein und es geschieht in der Liebe Gottes. Und so genieße nun die Energieübertragung. Die Engel des Lichtes beginnen jetzt für dich zu wirken.
so ist es geschehen. Wir haben dein Urvertrauen gestärkt. Deine Seele, sie glitzert und glänzt im goldenen Licht deiner eigenen Göttlichkeit. Voller Freude sehen wir dich an und schauen in deine Augen. Denn du bist es wert und du bist uns sehr wichtig. Und so tragen wir nun deine Seele zurück in dein Hier und Jetzt. Doch das Licht und das Urvertrauen begleiten dich. Du wirst sehen, wie dein Leben, wie die Situationen, welche geschehen, wie sie leichter werden, denn dieses Licht, es stärkt dich von innen heraus. Es stärkt dich von innen heraus durch deine Seele, durch dein Herz und wir sind miteinander verbunden. Und so komme wieder im Hier und Jetzt an. Die Engel des Lichtes haben sich verabschiedet und du bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Ich hoffe, ihr seid alle wieder gut angekommen im Hier und Jetzt und es hat euch gefallen. Ganz viel Licht und Liebe wurde übertragen, das Vertrauen gestärkt. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video, und ihr gerne noch mehr Videos möchtet, dann klicke einfach auf diese Kugel und abonniere meinen Kanal. Als Dankeschön. Ich danke dir sehr für dein Licht und wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.